LA Aktuell mit dem Schwerpunkt Downtown und das sind Themen. Downtown Los Angeles, da wo vor 200 Jahren eine Stadt entstand. Do you speak English? Do's and Don'ts von einer Sprachschule. Und Sunset, wir haben den Sonnenuntergang nur für euch. Folge 3 von LA Aktuell, gerade jetzt auf Rebi TV. Egal ob bei Tag oder bei Nacht, in LA ist 24 Stunden etwas los und du kannst mit dabei sein, das ganz nett. Einfach online gehen auf twitter.com und Krabi oder Krabi TV folgen. Oder mitdiskutieren mit dem Hashtag LA Aktuell. Mit dabei sein in Los Angeles. Auf Krabi TV und auf Twitter. Willkommen zu der dritten Sendung LA Aktuell. In dieser Sendung haben wir unter anderem das da vorbereitet. Downtown Los Angeles, da wo vor 200 Jahren eine Stadt entstand. Do you speak English? Do's and Don'ts von einer Sprachschule. Und Sunset, wir haben den Sonnenuntergang nur für euch. Wie bereits bekannt ist Los Angeles vor 250 Jahren in Downtown gegründet worden. Was man heute noch sieht von dieser Gründung hier in Downtown und wie Los Angeles aktuell aussieht, das zeigen wir euch jetzt im LA District. Im Los Angeles State Historic Park, da sieht man noch eines der ersten Gebäude von LA. Erbaut im Jahr 1818 vom Don Francisco Avilla, steht heute noch in der Olvera Street. Der Don Francisco war einer der reichsten Rancher in dieser Zeit und in der Gegend von LA. Heute sieht man nur noch einen kleinen Teil der Ranch und vom Wohnhaus damals. Bis 1990 ist der Stadtteil Downtown gemieden worden. Es war eines der gefährlichen Pflaster. Heute mit der Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr ist die Sicherheit gestiegen und auch die Gentrifizierung hat eingesetzt. Der Stadtteil Downtown setzt sich aus verschiedenen Vierteln zusammen. In Bunker Hill ist das kulturelle Herz der Stadt. Da ist zum Beispiel die 2003 erbaute Walt Disney Concert Hall. Bekannt für die einzigartige Akustik bietet sie Platz für 2265 Besucher. Auch weitere bekannte Konzerthallen befinden sich im Viertel von Bunker Hill. Der Dorothy Candler Pavillon und das Amundsen Theater. Auch der höchste Wolkenkratzer von Los Angeles steht in Bunker Hill. Mit 310 Meter Höhe ist das der von der US Bank. Nur wenige Schritte entfernt ist man in einer ganz anderen Welt. In Chinatown findet man einen Haufen chinesische Kunst, Restaurants und Bars. Leider ist von der früheren chinesischen Bauweise nicht mehr viel rum, denn in den 30er Jahren hat ein grosser Teil von Chinatown am Hauptbahnhof von Los Angeles weichen. Im kleinen Viertel Civic Center findet man die ganzen Verwaltungen, Bundesbehörden, Lokale und auch das Bundesgericht. Der History Core hat bis etwa vor 20 Jahren als sehr unsichere Gegend gegolten. Denn in diesem Bezirk haben Strassenbanden und Prostitution geherrscht. Doch im Moment wird umgebaut und modernisiert. Es entstehen Bürohäuser und Wohnraum für die Bevölkerung. Weiter gehören zu Downtown Bezirk Chevalry District, Little Tokyo und Skid Row. Skid Row,
ein Gebiet, das wir uns etwas genauer anschauen wollen. Denn hier leben die Ärmsten von den Ärmsten. Da auch ich eine Nacht draußen verbracht habe, ohne ein Zuhause, möchte ich jetzt die Menschen zeigen, die Tag und Nacht draußen verbringen. Das ist das Gebiet von der Skid Row, eigentlich aber Central City East. An der Skid Row leben die meisten Obdachlosen der USA. Nach Schätzungen zufolge sind es im Jahr 2004 um die 4'300 Personen gewesen. Wer sich auf der Skid Row aufhält, ist am menschlichen Tiefpunkt angekommen. Da leben Geistesgestörte, Vorbestrafte, Drogenabhängige, Kriminelle und alle anderen, die aus irgendeinem Grund ihr Zuhause verloren haben. Und alle kommen nach L.A., weil da die Temperaturen auch in der Nacht nie unter 10 Grad fallen. Immer wenn es Nacht wird in der Skid Row, dann schlagen die Obdachlosen ihre Zelte auf oder schlafen auf einem einfachen Karton. Am Tag ist das Zelten in der Skid Row nicht geduldet und alle Bewohner müssen ihr Hab und Gut verstauen. Bei Sonnenschein kommt dann der ganze Dreck und Abfall ans Tageslicht. Und was man da ganz schlecht kann überbringen, ist der Geschmack nach Kot und Urin. Die Sache mit dem Geschäft ist so eine Sache. Es gibt zwar vereinzelt öffentliche WC an der Skid Row, doch die meisten entledigen sich ihrem Geschäft auf der Strasse. Es gibt nur wenig Hoffnung für die Bewohner von der Skid Row, dass sich in ihrem Leben etwas ändert. Der einzige Lichtblick sind für sie die Gratis-Mahlzeiten, die von diversen Organisationen abgegeben werden. Zurück zum Sprachenlernen. Da gibt es einen kleinen Servicebeitrag für alle, die Sprachen lernen in einer anderen Schule. Denn ich habe ein paar Sachen am Anfang falsch gemacht. Da sind Do's and Don'ts, die ihr beachten müsst. Zuerst mal kurz, wie so eine Sprachschule aufgebaut ist. Am Morgen ist jeweils Grammatik und Reden angesagt. Das machst du in zwei unterschiedlichen Klassen, je nach Können. Am Nachmittag gibt es dann für die, die es gewählt haben, Business-Englisch oder Schreiben und Verstehen. Alle 4 bis 8 Wochen wird gewechselt. Da kommen wir gerade zum ersten Don't. Eigentlich ist die Schule in Modul aufgebaut und die startet immer Anfang des Monats. Doch um eine optimale Auslastung zu erzielen können, kannst du jeden Montag anfangen. Doch es ist ein bisschen verwirrend, wenn du mitten im Monat anfängst. Ein weiteres Don't, die Schulzimmer sind in seltenen Fällen überfüllt und auch nicht alle haben Fenster. Doch es gibt ganz einen Haufen Do's. Also alles in dieser Schule ist perfekt organisiert. Das Team vom Main Office ist super nett und unglaublich hilfsbereit. Die Lehrer sind mehrheitlich voll auf den Sack, nur ab und zu hat es jemanden, der ein bisschen langweilt. Aber dann kannst du einfach die Klasse wechseln. Ein absolutes Du, das ich euch das Herz legen möchte, geht an die Ausflugsaktivitäten der Schule. Dort kann man gut socialisen und es macht einfach unglaublich Spass Tag für Tag. Natürlich ist das eine Momentaufnahme und gilt nur für die ELC in Westwood, Los Angeles. Habt ihr noch Fragen oder interessiert euch etwas Besonderes? Dann twittert es an mich mit @krabi oder dem Hashtag LAaktuell. Für alle anderen Schulen kann euch @boalingua Auskunft geben. Wer die Leuterhupe hat, der fährt zuerst. Dass die Angelinos nicht die besten Autofahrer sind, das behauptet sogar sie selber. Doch eins, das können sie. L.A. aufgefallen.
Und das ist Parkieren, wie es im Lehrbuch steht. Nämlich, alle tun am Berg ihre Räder brav abdrehen. Ich sage Daumen hoch und das könnt auch ihr sagen, und zwar auf unserer Facebook-Seite. Liket uns unter facebook.com/krabitv oder twittert mit uns mit dem Hashtag LAaktuell. Zum Schluss wollen wir euch in eine andere Welt entführen. Wir wollen doch alle in unseren Ferien den schönsten Sonnenuntergang sehen. Wir haben einen der schöneren Sonnenuntergang am Santa Monica Beach aufgezeichnet und den haben wir jetzt exklusiv für euch da ganz am Schluss. Ich sage Tschüss unterdessen und wir sehen uns bald wieder bei LA Aktuell. Sun will shine.